München ist sehr sprachreich. Naum Vanessa Rashida, Ule Shari München Dajim. Min bistu no salmu, siasat mandarim lehrer. Andami rachrawi nirgizi khanmanim, u ima lehrer le Shari München, peshgiri hamujniki khanman le harcha parche Kurdistana kein. Wie ihr hören könnt, spreche ich nicht nur Deutsch, sondern auch Kurdisch, denn ich bin Kurdin aus dem Nordirak. Als Flüchtlingskind nach Deutschland gekommen und seit meinem 6. Lebensjahr bin ich hier aufgewachsen. Und als Gründungsmitglied der kurdischen Frauengruppe freue ich mich sehr, dass wir bis heute noch uns dafür einsetzen, dass wir kurdische Frauen in München emanzipieren. Das schaffen wir unter anderem durch unsere Workshops, Konferenzen, Schwimm- oder Fahrradkurse. Und die Sprache? Sie ist ein Teil von uns allen. Daher setzen wir uns für Mehrsprachigkeit ein. Meu nome é Andrea, eu sou brasileira de Brasília e moro em Munique há quase 20 anos. Falo português, alemão, inglês e italiano. Ich bin die Gründerin von der Initiative Mala de Herança. Das ist eine Initiative, die zur Förderung der Sprache Portugiesisch als Erbsprache, Muttersprache in München, aber auch in der Welt gegründet wurde. Wir haben als Basis unserer Arbeit die Bücher und die Literatur. Wir glauben, dass durch Lesen und Vorlesen die Kinder und Jugendliche viel besser ihre Sprache, ihre Muttersprache, Erbsprache lernen können. Assalamu alaikum, Habibis. Anna ismi Achim Wasim Seger, von der Second for Munich. Ich spreche Deutsch, Englisch, Arabi, ich arbeite im Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit bei KIKUS, Kinder in Kulturen und Sprachen. Wir organisieren Deutschkurse und auch Fortbildungen, aber immer mit dem Fokus auf die Mehrsprachigkeit, weil wir möchten die Diversität und die Vielfalt in Deutschland schon von klein auf fördern. Ja, deswegen engagiere ich mich dort. Nazali Papa Veto Aveto. Nazali moko ya bakambi ya Likomba to lisanga mboka na biso. Mboka na biso ezali association oyoyo e lakisaka bana o babotami na Minik, culture na biso, tradition na biso pe Lingala. Lingala ezali monoko oyeloba maka na Congo Kisasa, Congo Brazza pe na Angola. Na yango tozali kobenga ba bilenge nyonso ba boti ba mama pe ba papa toya to sala théâtre na Lingala pe allemand pona kolakisa bato ba yambi biso na mboka na bango culture na biso na ngo ba oyo pona kusukisa ba oyo ba yebi mbunda mboka mabi na mboka to masolo ya bakoko pe kolamba na ndenge ya mboka ba ya to sanga na elongo po te to sala mosala yango na tombeli bino mobu molamu 2021 pe tomibatela po na corona ingeta. Mboka na biso is an verein zum Schutz, Tradition, Kultur und Muttersprache. Wir machen Workshop, Ausstellung, Musik, Theater und so weiter. Viel Spaß. Tschüss. Sawadika, Santu Yupadara ka. ฉันมาจากประเทศไทยฉันอยู่ที่มิวนิกและฉันพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันค่ะ Jetzt bin ich aktiv bei Thai Asa Verein unser Verein fordern die Sprache für den Austausch zwischen Kulturen aus aller Welt ที่นี่เราสอนภาษาไทยค่ะ Hier können die Erwachsene und Kinder Thai lernenAber nicht nur Thai-Sprache. In unseren Integrationenkurs lernen viele Menschen von verschiedenen Ländern Deutsch, während die Kinder im Bandek liebevoll betreut werden. Bandek ist auf Thai und das heißt Haus für Kinder. Für mehr Informationen, komm einfach vorbei oder geh zu unserer Website. Wir freuen uns auf euren Besuch. Kopkun ka! Und ich bin Doniga Sonja, wie in Gastipria.Vejetoj në Muni, në Munion Internacional. I shprehe Deutsch, Englisch, Grishish, un po Franzosish, poko Italienish un Spanish, aber, meine Muttersprache, na Filologen u Albanologen, is di shprehe von Pelasgen, is di shprehe den alten Iliren,
Albanisch. Gjuha më e bukur e planetit. Mama e gjuhëve europiane. Also, wie viele Münchner? Ich bin aktiv in unserer Gesellschaft und konkret beim Deutsch-Albanischen Kulturverein Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Oder genauer deutsch gesagt, Gjergj Kastriota Skënderbeg. Unser Verein setzt sich dafür ein, die Traditionen, die Geschichte und die Kultur der Albaner greifbar zu machen und so Beziehungen des gegenseitigen Respekts sowie Brücken der Zusammenarbeit mit allen Gemeinschaften aufzubauen. Das Hauptziel liegt darin, eine bessere und würdigere Zukunft in unserem gemeinsamen Zuhause München zu schaffen. Und zum Schluss noch ein paar Worte zu meinen Albanern. Të dashur motra dhe vëllezër, Shoqata Kulturore Gjergj Kastrioti Skënderbeu këtu në Myni mirëpret në gjirin e saj të gjithë ata që janë të gatshëm për bashkëpunim dhe integrim në shoqërinë tonë europiane. Për integrim, pa keq kuptime, jo asimilim. Mi nëngë së mëmë Asina, men unë të të jashtë rëkërtëm, mi nëngë më letëm ojërur, men më në qënda të rëllëp të shumë bëllëtëm. Bin ich Uigurin oder Münchnerin? Ganz einfach beides. Und darum geht es in unserem Verein. Uigurische Mütter in Deutschland. Wir wollen unsere Herkunft nicht vergessen, sondern sie sogar dabei stärken. Gleichzeitig aber uns mit dem Hier und Jetzt beschäftigen und identifizieren. Ja, se volam Olivia Jansen, a som z Liptovského Hrádku zo Slovenska. Som prekladateľka a tlmočníčka pre nemecký, slovenský a český jazyk. Okrem toho som rozprávačka rozprávok. A pred niekoľkými rokmi som nahrala vlastné CD s ľudovými rozprávkami z mnohých krajín, ktoré sa volá Panoptikum der Baum des Lebens, strom života, a ktoré pripravujem teraz aj v slovenčine. Vor kurzem habe ich ein mehrsprachiges Märchenmusiktheater gegründet. Es heißt Zingi, Lingi, Bob. Zingi bin ich, Livia. Lingi ist meine Freundin Petra, die aus Tschechien stammt und deren Muttersprache Tschechisch ist und sie spielt Akkordeon. Und Bum ist István Galus, dessen Muttersprache Ungarisch ist und der spielt Geige. Ich erzähle Märchen in mehreren Sprachen, in Deutsch, Englisch, Slowakisch, Russisch, Italienisch und Tschechisch. Und bei unseren Aufführungen lernen Sie immer auch einige Wörter in anderen Sprachen. Чува ми лазим Укајле, ја ми линдо не малсине воген на Косов. Ја тој че гати 30 вите на Джемани дhe ме професион јам економист. Пр пост джуан Джемане, фляса дhe 3 джунг тjera, джуан Френге, Англезе дhe Севократе. Je parle aussi français, même si pas aussi bien que allemand. I also speak English, even not as well as German. Говорим и готово сви југославенски јазики, srpski, hrvatski, bosanski i tako dalje, iako ne tako dobro kao njemački. Por më së miri, nga të gjitha gjuhët, e flas gjuhën e nënës dhe babaj tim, gjuhën Shqipe. Ich bin der Vorsitzende des Vereins Lale Bayern e.V., Liga der Albanischen und Lehrer und Eltern e.V. Wir organisieren den Ergänzungsunterricht in ganz Bayern und haben mittlerweile ca. 400 Schüler, 30 Lehrer und Lehrerinnen und 21 Klassen. 9 davon hier in München und Umgebung. Hola, yo soy Cecilia Bolaños. Vengo de México, donde estudié actuación. Aquí fundé un grupo de teatro. Unser Verein heißt Teatro Supersen. Wir sind fest überzeugt, dass durch die Kunst unsere Realität begreifen können. Und uns interessiert einen fruchtbaren Dialog zwischen den Kulturen. Deswegen versehen wir immer unsere Stücke mit deutschen Übertiteln. Das heißt, wir spielen auf Spanisch und oben ist die deutsche Übersetzung.
Moje ime je Amina, živim u Minhenu u Nymphenburgu, govorim bosanski, hrvatski, srpski, njemački i engleski jezik i aktivna sam u udruženju Bosanska škola u Minhenu. Ziel des Vereines ist die Erhaltung der Kultur und Tradition von Bosnien und Herzegowina sowie die Erhaltung der bosnisch-herzegowinischen Sprache. Unsere Mission ist die Unterstützung und Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur. Unser Beitrag zur Unterstützung der besseren gegenseitigen Verständnisses sieht so aus. Erstens organisieren und machen wir mit bei verschiedenen Events, in denen Kinder und Jugendliche verschiedene Kulturen kennenlernen. Zweitens organisieren wir Bildungs-, Sport- und andere kulturelle Veranstaltungen. Und das ist unser Beitrag zur Unterstützung internationalen Verständnisses und der Mehrsprachigkeit der Stadt, in der wir leben. Mein Name ist Gabriela. Mein Name ist Patrick. Mein Name ist Alexandra. Mein Name ist Philipp. Wir sind von der Initiative der rumänischen und deutsch-rumänischen Familie in München und hier dabei sind die Kinder der Gruppe Cireșari. Ich spreche Rumänisch, weil ich in Rumänien geboren bin und spreche Deutsch, weil ich seit 30 Jahren in München lebe. Ich spreche Rumänisch und Deutsch. Ich spreche auch Rumänisch und Deutsch. Und ich auch. Ich heiße Sophia. Ich heiße Ioana. Den Felix. Și vorbim limba română. Deutsch. Deutsch. Și suntem activi la grupul Fornicel. Und wir wohnen in München. Salut! Wir sind Juana și Robert. München este orașul în care locuim. Und ich spreche Deutsch und Rumän und ich bin in München geboren. Reprezentăm grupa de joacă Voinicel din cadrul Cercului de Română München. Unser Ziel ist die rumänische Sprache, Kultur und Tradition zu pflegen und diese mit der Münchner Gesellschaft zu teilen. La revedere! Ja sam Renata Pervan, rođena sam u Bosni i Hercegovini, a u Münchenu živim od 2017. godine. Govorim engleski jezik, njemački jezik i naravno moj materni jezik, bosanski, hrvatski, srpski jezik. U udruženju Hilfe von Mensch zu Mensch sam aktivna od 2017. godine, a u okviru udruženja vodim bosansku školu i učestvujem u organizaciji i realizaciji Dana Balkana. Hilfe von Mensch zu Mensch ist eine Hilfsorganisation und auch ein Kulturverein. In der bosnischen Schule lernen die Kinder die Muttersprache und durch die kreative und edukative Workshops haben die Kinder die Möglichkeit, Lesefähigkeiten, Schreibenfähigkeiten sowie Kommunikationsfähigkeiten zu entwickeln. In der Vorschule lernen die Kinder auch die Muttersprache, aber spielerisch. In unserem Verein haben wir auch Sprachzentrum, unsere Kita, wo die Kinder auch die Sprache lernen. Wir haben auch Flüchtlings- und Integrationsberatung, wo wir die Familien unterstützen und auch verschiedene Projekte, wo wir Kinder und die Jugendliche unterstützen. Ονομάζομαι Παπαδόπουλος Κυριάκος. Γεννήθηκα στη Γερμανία και πέρασα τα παιδικά και σχολικά μου χρόνια εδώ. Μετά τις σπουδές μου στην Ελλάδα επέστρεψα ως δάσκαλος και δίδαξα στα ελληνικά δημοτικά σχολεία του Μονάχου. Σήμερα διδάσκω σε ένα γερμανικό σχολείο καθώς και στα τμήματα ελληνικής γλώσσας του Μονάχου τα οποία έχουν ιδρυθεί το 1973 και αριθμούν πάνω από 300 μαθητές ηλικίας 6 έως 16 ετών. Der muttersprachliche Ergänzungsunterricht in Griechisch besteht in München seit 1973 und richtet sich an griechische Schülerinnen und Schüler, die die deutsche Schule besuchen, aber den Kontakt zu ihrer Muttersprache aufrechterhalten und ihre kulturelle Identität bewahren möchten. Der Trägerverein organisiert den Unterricht in München, den jedes Jahr über 300 Schüler besuchen. Die Schule wurde vom griechischen Bildungsministerium für die Durchführung des muttersprachlichen Unterrichts in Deutschland anerkannt. Navime Songul Akpınar, Aşşı Kurdistan'a Bakur Hatıma, Jı Aliye Tirkive yani, Jı Bokuhun Zanıbın. Meine Organisation ist morgen ist natürlich, aber früher war ich zahlreiche kurdische Vereine tätig gewesen. Aufgabe war das, die Muttersprache Unterstützung bekommt, dass wir mit Muttersprache auch uns präsentieren.
weil in unserem Land, dass die kurdische Sprache verboten war, das. Deshalb Kultur, Sprache, das ist unsere Identität, ist das. Ein Teil von unserer Arbeit in dieser Stadt auch, Muttersprache, Kultur zu unterstützen. 大家好，我是孙思航，来自中国四川，我住在慕尼黑7年了，现在在慕尼黑孔子学院工作。 Das Konfuzius-Institut München ist ein chinesisches Sprachen- und Kulturinstitut. Das Institut wurde im Jahr 2009 gegründet und ist ein gemeinnütziger Verein. Eine unserer Kernaufgaben ist das Unterricht von Chinesisch als Fremdsprache. Wir bieten gruppenspezifische Sprachkurse auf allen Niveaustufen und für alle Altersgruppen an. Es ist uns auch ein wichtiges Anliegen, die chinesische Kultur mit allen Sinnen erfahrbar zu machen. Eine Vielfalt von Kulturworkshops und kulturellen Veranstaltungen lässt sich im Institut finden. Wir setzen uns leidenschaftlich für den interkulturellen Austausch zwischen Deutschland und China ein. Mina ism Zunurin, me germanire tolum ve mini şehirde yaşayme. Bize repte ahri Germaniye medeniyet marib tarımıdaki Uygur mektebide anıtımızı, medeniyetimizi ve tarihimizi ügünümüz. Biz Uygurça ve Germanca sözleyenin başka yeni İngilizce, Rusça ve Türkçe tıllarını mı bilmiz? Bizning nishonimiz iqtidorliq bilim egalaridan bo'lib yetishib chiqib, Germaniya va Uyg'ur millatimiz uchun xizmat qilishdan iborat. Ich heiße Sonuren und besuche die Schule an der Uyghurischen Kultur- und Bildungsverein. Unser Unterricht findet jeden Samstag statt. Der Uyghurische Kultur- und Bildungsverein ermöglicht Kindern und Jugendlichen, die uyghurische Sprache, Kultur und Geschichte zu erlernen bzw. beizubehalten und diese weiterzuentwickeln. Wir sprechen Uigurisch, Deutsch, Englisch, Türkisch und Russisch. Volám sa Jarmila Buchová a pochádzam zo Slovenska. V roku 2007 som prišla s mojim manželom a tromi deťmi do Mníchova. Pôvodne iba na jeden rok, ale nakoniec sme tu zostali oveľa dlhšie. Mníchov sa stal našim druhým domovom. Pracujem ako učiteľka odborných ekonomických predmetov na odbornej zdravotnej škole. Okrem toho, vo voľnom čase pôsobím tiež ako učiteľka, vyučujem slovenčinu slovenské deti, ktoré sa narodili a žijú v Mníchove. Ich bin Jarmila und meine Muttersprache ist Slowakisch. Als ich nach Deutschland gekommen bin, waren meine Kinder sehr klein. Damals war unsere Familiensprache Slowakisch. Ich wollte, dass die Kinder auch weiter die Sprache lernen und die nicht vergessen. Deshalb habe ich schon damals die slowakische Schule gegründet. Slovenčina v Mníchove, Slowakisch in München, Zvonček, ist eine Initiative, die für die Förderung slowakischer Sprache und Kultur zuständig ist. Die Kinder lernen bei uns lesen und schreiben auf Slowakisch. Wir organisieren auch verschiedene Familienprojekte und Ausflüge. Мене звати Марія Соломіна. Я народилася у маленькому містечку на північному сході України. Переважну частину життя прожила в Києві, а зараз керую проектами у культурному центрі «Город» у Мюнхені. Мене звати Олексій, я народився у Мінську, у Білорусі. Вчився в Академії мистецтв на оператора телевізії. Зараз я проходжу волонтерську службу у культурному центрі «Город» у Мюнхені. Займаюся медіапроектами. Так само мені подобається шити, ремонтувати електроніку і ездить на ровери. Моя родная мова белорусская, так само я разговариваю по-русски, по-ангельски и трошку по-немецку. Всем привет, меня зовут Ксения. Я приехала из России, выросла я на Урале. Там же в России я закончила университет. По первому образованию я инженер-физик. Потом я поняла, что это не мое, и выучилась на стилиста-имиджмейкера, чему очень рада. И сейчас я в Мюнхене уже полтора года как, в культурном центре «Город» делаю социальный год. Занимаюсь разными проектами и совсем недавно увлеклась фотографией. Gegründet von russischsprachigen Migrantinnen in einem Münchner Wohnzimmer entwickelte sich «Город» zu einem Kulturzentrum, das für rund 100 Vereine Räume für ihre Aktivitäten anbietet. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht nach wie vor die Bildung von Kindern mit Migrationshintergrund.
Auf Russisch, Ukrainisch und 13 anderen Muttersprachen unterrichtet man sie bei uns. Es gibt auch Kurse in Musik, Logik, Weltkultur und Schachspielen. Außerdem sind eine Theatergruppe, ein Wanderclub und ein Quizclub bei uns zu Hause. Unabhängig jeweiliger Herkunft, egal ob jung oder alt, findet man im Gorod einen sicheren Hafen, um die Träume zu verwirklichen oder auch erst träumen zu lernen. Wir sind München.